Waren wir hier nicht schon mal? Ah, jo, das ist die Insel, okay. Hier waren wir schon mal. Ach Mann, Alter, muss ich jetzt halt echt wieder querfeld einlaufen? Ja gut, dann laufen wir halt querfeld ein. Sollte eigentlich einfacher sein, da jetzt schnell hinzukommen. Und ich wollte gerade sagen, eigentlich habe ich das ja soweit geklärt. Gehen wir hier lang. Und dann müssten wir eigentlich jetzt vorne hier am Meer rauskommen, ja, und dann rechts zum Dingens eventuell gelangen. Und da, sag ich doch, die vierte Insel wird relevant dann. Das ist ja unser letzter Zielpunkt. Und dann schauen wir mal. Das Ding wird gerade drunter gesenkt. Ha, die Frage ist halt, wie kommen wir da jetzt drauf? Oder rein? Das sieht so nach Levelende aus. Beziehungsweise Levelbeschränkung. Auf jeden Fall müssen wir da rein. Das steht schon mal fest. Oh, das sieht gut aus. Okay. Und drinne. Easy. Okay, dass wir uns das so einfach machen, habe ich jetzt nicht gedacht. Kein Gänseblümchen hier, oder was? Da ist der Weg. Ah, wir müssen halt ein bisschen kurz warten. Wir haben natürlich jetzt... keine... Ausdauer gerade. Hä? Hey, noch einer sein? Ja, da saß der irgendwo. Zack. Zack. Ja gut, dann müssen wir uns halt leider erstmal mit denen anlegen. Ist es halt dann immer so. Da müssen wir wahrscheinlich dann raus. Hä? Hey. Okay, da muss ich nicht durch. Alter, was bist du? Geh weg. Ich habe jetzt gedacht, dass wir da lang müssen, aber wenn wir da runtergehen. Okay, wir müssen einfach reinfallen, alles klar. Und somit werden wir wahrscheinlich in einem neuen Bereich auftauchen in der Insel oder auf der Insel. Mal gucken, ob wir Doyle wiedersehen. Subtile Bitten, okay. Meist äußert sich dadurch. Wegen subtile Bitten, Kave ist auch mit am Start. So. Ja, komm. Wir haben Ausdauer, wir können hier wieder durchsprinten. Ich brauche kein Auto, ich habe meine Power. Ich hoffe mal, dass es mir auch jetzt nicht zu Dingens wird, zum Verhängnis. Bezweifle ich aber irgendwie, weil die düsen auch nicht mit dem Auto oder so hinter mir hinterher. Da war ein Gänseblümchen, fuck. Ein Außendauerblümchen. Und da hinten müssen wir hin. Okay. Da hin. Da. Das ist so eine komische Fiole. Aber warum macht man denn so ein Gebiet? Man hätte doch von vorne rein. Okay, ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto, ansonsten fahren die mich um. Alles klar. Habe ich gerafft. Und heißt, hier vorne waren ja irgendwo zwei Leute. Ey, wo bist du hin? Komm her. So. Um den zu verlassen, drücke B, um den oben auf den Turm zu kommen. Okay. Au, au. Also die Steuerung ist immer noch nicht wirklich besser. Oh, hallo.
So, zack. Die wollen mich halt echt umschubsen, ne? Die Penne. Scheiße, und dann mache ich mich natürlich selber kaputt. Fuck. Aber ey, gut. Das ist natürlich gut zu wissen, dass da ein Granatwerfer halt drauf ist. Weil dann kann ich mich ja doch ein bisschen anders positionieren. Und dann halt mit dem agieren. Alter, immer dieses gedrückt halten. Mein Gott, Alter. So, zack. In den Turm. So. Gucken, ob das Ding ankommt. Wie weit muss ich das Ding in den Hof machen? Okay. Fahren wir ein Stückchen dichter. Zack. So. Jetzt haben sie mich zwar... Okay, ich stehe wieder. Alles gut, ich stehe wieder. So, und ihr geht mal weg. So. Dann können wir nämlich hier... Freifahrt. Haben wir einen Freifahrtschein bekommen? Ob die jetzt auf mich schießen oder nicht, ist eigentlich relativ Wumpe. Okay, das sind jetzt nicht so Wumpe. Noch irgendwo eine? Nee, sieht nicht danach aus. So. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, was sie wollen. Okay. Komm, stell dich wieder hin. So, das Auto ist kaputt. Das Ding ist kaputt. Da kommt halt noch eine. Ich denke mal, wir müssen das Tor halt kaputt machen. Mit unseren Granatwerfer. Ja. Also ich hätte schon Bock, auch die... Oh. Die Typen da oben kaputt zu machen. So, da ist Nummer 1 schon mal weg. Weil die haben nämlich auch irgendwas Großkalibriges, was ich definitiv nicht haben möchte. So. Und dann ist das Tor kaputt. Gut, war... Ist natürlich ein bisschen obvious, dass es so passiert, aber ist okay. Zieh aus dem Weg. Ich mach. So, die brauchen wir einfach nur ignorieren wieder. Okay, oder halt nicht ignorieren. Sondern einfach den Granatwerfer benutzen. Lass mich raten, jetzt muss ich jetzt wieder laufen. Sieht. Ich würde mal sagen, sieht ganz danach aus, ne? Ja gut, dann laufen wir. Dann trampen wir mal wieder. Ja gut, sollte eigentlich kein Problem sein. Sollten eigentlich bald da sein. Wir haben sogar einen Safe Point, was auch nicht so schlecht ist. Kann man auf jeden Fall... ordentlich mitarbeiten. Achso, okay. Das ist ja unsere Ultimate, sag ich jetzt mal. Und dann... Ah, okay. Das ist jetzt praktisch... Ja, ist okay. Interessant, dass wir damit halt... Alter, das ist kein LKW, das ist ein Jeep, ja? Immer noch. Jetzt pass gut auf! Na komm. Kann ich nicht mal. Das klang gar nicht gut, Kopf. Geschafft! Los, schwing deinen Arsch hier rüber! Ja, ist okay. Wo warst du so lang? Hab mich mit den Piraten unterhalten.
Mehr hast du nicht zu sagen. Nö. Womit wir wieder da wären, wo alles angefangen hat. Okay, wenn ich Gas gebe, schießt du. Oh ja. Alles klar, das heißt, wir haben eine ganz kurze Vor... Okay. So, da. So ist, sind wir jetzt in diese Schlamassel reingeraten. Aber ich finde cool, dass Evolution halt... Oder Evolution nach Instinct spielt. Ja, gar nicht mal so schlecht. Natürlich, wir immer noch mit dem Serum unterwegs. Mit unseren übernatürlichen Kräften. Auf der Suche nach Jobs, dass wir uns ein neues Boot kaufen können. Zum Angeln oder sowas. Linke Seite. Mercedes. Mercedes Unimog. Lol. Interessant, dass uns das nichts abgezogen hat. Oh Mist. Festhalten. Alter, die will jetzt mit uns durch die Walachei oder was? Ja gut, Kate. Weißt du überhaupt, wo du hin bist? Ich glaube nicht. Gut, aber so lange haben wir halt nur zumindest eins im Sinn aktuell und das halt hier kaputt machen. Festhalten, da kommt eine Bodenwelle. Jo, schöne Bodenwelle. Aber interessant, dass wir mal nicht mit dieser, ich sag mal, nicht ganz so tollen Steuerung hier fahren müssen, den ganzen Weg. Finde ich auf jeden Fall nicht so schlecht. Wer hat dir denn Fahren beigebracht? Halt die Klappe und schieß! Auf was denn? Gib mir ein Ziel. Ah, okay. Ziel gefunden. Rechts! Mädel, das ist erstens links von was ich beschossen werde gerade. Also das zweite Auto. Und das andere war hinter uns. Auch typische Frauen-Links-Rechts-Schwäche, ne? So. Einmal durch den Tunnel. Das ist halt echt ein fetter Tunnel, Alter, den sie gebaut haben. Okay, tschüss. Das wird halt so mega knapp. Okay, die Steine verschwinden halt einfach. Die verschwinden einfach. Gehst wohl oft ins Fitnesscenter. Ich habe mich bei dir noch gar nicht angemessen für meine Rettung bedankt. Stimmt. Hältst du das wirklich für den richtigen Zeitpunkt? Hey, das gilt nicht. Wo gehen wir eigentlich hin? Zum einzigen Ort, an dem ein großer Junge wie du unbemerkt herumlaufen kann. Dem Festland. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Willst du lieber hierbleiben und sterben? Nein. Aber sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn irgend so ein Spinner dich an seine beknackten Freunde verfüttern will. Er hat uns ja gewarnt, ne? So ist es ja nicht. So, Stunde haben wir. Immer diese Ladescreens hier, ne? Ist unfassbar. Sagten die Zeit. 12:42. Ist okay. Bisschen kann man noch machen. Aber das wäre halt mega geil, wenn du wirklich... Wenn ich hier wirklich in 3,5 Stunden oder so durchkomme. Oh, mein Controller wird bald leer sein. Wir müssen uns trennen. Auf der anderen Seite des Dorfes ist ein Unterschlupf. Bis gleich. Wo willst du denn hin? Ich muss ein paar Besorgungen machen. Carver. Errege so wenig Aufsehen wie möglich. Wenn du einen wütenden Mob anschleppst, hau ich ab. Ja, ich dich auch. War das ein Brot? Soll das ein Witz sein? Meinst du, mir fehlt nur so zum Spaß ein Ohr? Ja, schon gut. Alter, unbemerkt? Wie soll ich denn hier unbemerkt durchkommen? Von ich? Okay, mein Snapback-Wehr sieht schon mal ein bisschen anders aus. Ich weiß, dass du da bist.
Ich bin nicht da. Bin gar nicht da. Viel Lärm um nichts. Konnte ich mich nicht auch bücken? Du hast Angst vor mir. Okay. Ich darf aber auf jeden Fall, so wie es aussieht, laut sein. Ich muss halt nur... Weg. Ich muss aber scheinbar die Leute dann einfach nur ausschalten. Alles klar. Okay. Ich dachte jetzt komplette Stealth-Mission, Alter. Huch! Bin ich denn noch gelandet? Achso, okay. Also ich denke mal, dass man hier auch hundertprozentig Stealth durchgehen kann. So ist es nicht. Man hat genug Möglichkeiten. Was hast du hier zu tun? Ach komm. So. So, dann sind wir auch